willkommen beim Produkttest von Amfri. Mein Name ist Marcel Friedhoff. Heute die erste Folge mit Greenscreen und echtem Studio-Hintergrund. Ich hoffe, euch gefällt es. Heute testen wir eine Funktürklingel. Guckt rein, wir schalten jetzt um. So, jetzt kommen wir zum Auspacken von der Eson Style Funktürklingel. Der Karton ist natürlich wieder schlicht gehalten, wie man es kennt. Kein Foto drauf, keine Grafik drauf. Gut gepolstert auf jeden Fall. So, das ist das Klingelmodell für die Steckdose, also der Empfänger. Hier haben wir zwei Dübel und zwei Schrauben für die Befestigung. So, müssen wir mal gucken. Hier haben wir ein Klebepad für die Türklingel. Also entweder kann man schrauben oder kleben. Viele Schutzfolien drauf. So. Ziemlich leicht, muss ich sagen. Also ja, fühlt sich aber trotzdem hochwertig an. Das hier hat schon etwas mehr Gewicht. Sieht auch gut aus, finde ich. Sieht sehr elegant aus. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Prüfzeichen finden. Ein GS-Zeichen oder ein CE-Zeichen. Nee, finde ich nicht. Also ist nicht zugelassen in Deutschland. Was haben wir noch? Eine Batterie. Eine ungewöhnliche Batterie, die man jetzt nicht unbedingt zu Hause hat. Da wäre eine Knopfzelle, glaube ich, auch besser gewesen. Eine 23A 12 Volt Batterie. Da müssen wir nochmal gucken, wie lange die denn durchhält. Das werde ich dann nochmal ergänzen in der Bewertung, wenn sie leer ist. Was haben wir noch in der Verpackung? Jetzt ist hier nichts mehr in der Verpackung. Haben wir hier eine Bedienungsanleitung. Operation Guide, haben wir ja auch Deutsch. Nein, Deutsch sucht man hier vergebens. Arbeitet im 240 Volt Netz, das ist schon mal gut. Das haben wir nämlich hier in Deutschland. Die Batterie hat 12 Volt, ja, das haben wir ja gerade schon gelesen. 280 Meter Reichweite hat die Türklingel. Das müssen wir mal ausprobieren. 280 Meter, das ist schon ein Stück. Ob die Türklingel das wirklich schafft, müssen wir noch testen. 36 Sounds. Ja, das klingt schon mal nicht schlecht. Stand hier eine Anleitung auch drin, wie man die Batterie einlegt. Batterie, na, ist auf Englisch geschrieben. Eine Bildanleitung wäre da natürlich auch nicht schlecht gewesen. So, versuchen wir mal das zu öffnen. Hier sehen wir so einen kleinen Schlitz. Ich glaube, da sollte man mit einem Schraubendreher runter. Ah, das funktioniert mit der Hand nicht. Ja, das geht sehr schwer auf. Ich hole mal kurz einen Schraubendreher. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da mit einem Schraubendreher. Jetzt versuchen wir das Gehäuse mal zu öffnen. Ah, da haben wir jetzt schon gleich was kaputt gemacht. Also kaputt noch nicht, allerdings.
haben wir da schon mal jetzt das Gerät offen. Mal gucken, ob ich jetzt was kaputt gestochen habe. Also, ja, hier gehört die Batterie rein. Ja, da habe ich voll auf die Platine runter beim Öffnen. Da hätte wirklich mal irgendwie was geschützt sein können. Ein Stück Plastik oder so. Wenn man das da schon aufmachen muss mit einem Schraubendreher. So, jetzt habe ich die Batterie eingelegt. Bevor ich das ganze Ding mal zumache, drücke ich mal drauf. Ja, es leuchtet etwas. Jetzt sehe ich, hier haben wir noch die zwei vorgefertigten Bohrlöcher. Allerdings, wenn man da durch den Deckel schraubt, ist die ganze Türklingel ja auch nicht mehr wasserdicht. Das ist schlecht. So, machen wir das Ding mal wieder dicht. Wie rum war es jetzt? So. Oder so. Genau so war das. Ja, was für ein. Ist das doch falsch rum? Nee. Vielleicht habe ich es doch falsch rum. Nee, ich bin ja da unten reingerutscht. Deswegen müsste das wirklich so. Ich mach mal weit drücken. Ja, das geht nicht mehr dicht. Was ist denn das? Versuch's einfach mal andersrum. Vielleicht habe ich mich ja jetzt wirklich getäuscht. Ich denke aber nicht. Hier so rum. Doch, ich habe mich wohl getäuscht. Nee, das war andersrum, aber so rum ist es auch dicht gegangen. So. Ich habe schon mal eine Steckdose geholt. Da stecken wir jetzt einmal den Empfänger rein. So, was passiert? Er leuchtet einmal blau. So, jetzt drücken wir mal die Türklingel, ob es schon klingelt. Ding dong, yo. Zweimal. Ich drücke nochmal drauf. Lautstärke ist in Ordnung. Klingt auch nicht schlecht. Jetzt haben wir hier am Gerät, habe ich gesehen, eine Musiktaste. Da wechseln wir wahrscheinlich die Melodie. Das war der gleiche Ton. Nicht das andere. Ah. Ja, dann gehen wir jetzt mal die verschiedenen Töne durch. Oh, der ist schön lang, auf jeden Fall. Hört gar nicht mehr auf. Ah, vorbei. Jo. Schön zu Weihnachten, also passt gut zu Weihnachten. Jetzt ärgert mich eine Fliege. Thank you.
Jetzt kommen wirklich normale Klingeltöne. Jo, das waren die Klingeltöne. Das hier ist wahrscheinlich die Pairing-Taste, wenn der aus irgendeinem Grund nicht mehr mit der Klingel verbunden ist oder die Lautstärke. Wir probieren was mal aus. Ach, die Lautstärke ist es. Man kann es auch auf ganz leise machen. Man kann es sogar ausstellen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Man kann den Ton komplett ausstellen von der Klingel, wenn man jetzt zum Beispiel Mittagsschlaf macht. Ja. So, dann werden wir jetzt einmal den Klingelton einfach drin lassen. Und werden dann jetzt einmal die Entfernung messen. Ob er wirklich schafft, was er meint. Ob ich jetzt den Platz für 250 Meter habe, weiß ich nicht. Wir werden es mal ausprobieren. So, die Türklingel hängt jetzt aus dem Fenster raus und wir gucken mal. Wir sind jetzt ungefähr 10 Meter entfernt. Funktioniert auf jeden Fall. Ich will nicht wissen, was meine Nachbarn jetzt denken. Gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Das sind jetzt ungefähr 30 Meter. Funktioniert auch noch super. So viel mehr Platz haben wir jetzt auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall die Reichweite ist schon mal sehr weit. Wir können auch mal ins Haus gehen. Drücken mal von etwas weiter weg. Jetzt sind wir im Haus, ziemlich weit weg von der Klingel. Jetzt gucken wir mal. Also drei Zimmer weiter ist die Klingel und sie hängt aus dem Fenster noch draußen im Garten. Jetzt gucken wir mal, ob wir sie noch hören können und ob sie überhaupt klingelt. Ja, ich kann sie auf jeden Fall hören. So, dann versuchen wir mal noch ein Stück weiter wegzukommen. Gehen wir mal in die Garage. Da verliere ich sogar schon die WLAN-Verbindung vom Router. Jetzt bin ich in unserer Garage. Und wenn die Klingel jetzt noch klingelt, bin ich wirklich erstaunt. Ohne Witz, sie klingelt. Ich höre es noch. Wahnsinn. Die Reichweite ist wirklich gut. Auf jeden Fall. Also Reichweite volle Punktzahl. Die Montage ist auch super einfach. Einfach über die Klingel geklebt und hält bombenfest. Öffnet sich wirklich schwierig. Ich habe die Türklingel jetzt seit ein paar Tagen in Gebrauch und habe immer ab und zu mal drauf gedrückt. Es hat jedes Mal geklingelt, schon mal gut. Ja, es gab keine Störfunksignale, dass die Klingel irgendwie von alleine ausgelöst hat. Ja, der Stromverbrauch ist auch super. Also mein Messgerät hat gerade mal 1 Watt gemessen. Das ist sehr wenig. Standby-Gebrauch. Ja, die Montage war auch super einfach. Das Gehäuse müssen wir noch mal gucken, ob es wasserdicht ist.
Bis jetzt ist kein Wasser eingedrungen. Ich habe das Gerät noch einmal geöffnet. Ich habe das Gerät auch noch anders angebracht als gerade eben zu sehen. Ich habe den Klebestreifen noch einmal gelöst und habe es wirklich mit der Schraube festgeschraubt, dass es auf jeden Fall länger hält. Also ich gebe der Klingel trotzdem 4 Sterne. Also 1, 2, 3, 4 Sterne. Eben weil es kein Prüfzeichen hat und weil das Gerät sich wirklich schwierig öffnen lässt. Die 36 Töne sind super. Ich glaube, da findet jeder irgendwas. Sogar zu Weihnachten ist da eine Melodie bei. Oder eben, wo die Vögel zwitschern. Das ist schon was Schönes. Oder wer eben ein Standardgeräusch haben möchte, kann dieses auch gerne auswählen. Ja, das Gerät ist sehr schön. Ich kann es jetzt gerade nicht nochmal zeigen. Es ist alles montiert. Auf jeden Fall kann man es kaufen, wem es nicht stört, dass das Gerät schwierig aufgeht, dass es eine 12 Volt Batterie hat, die man nicht gerade zu Hause hat zum Wechseln. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Tschüss!